Und Stefan Römer hier bei mir in der Kommentatorenbox an und der weiß alles über den Druck vor dem Rennen. Stefan, schön, dass du bei uns bist. Sag uns doch bitte gleich mal, was den Fahrern jetzt gerade in diesen Momenten durch den Kopf geht. Ich denke mal, sie werden langsam das Adrenalin spüren, wenn sie an den Weg zur ersten Kurve denken. Fast so, als ob man sich auf einen Kampf vorbereiten würde. Die unbekannte Situation fordert Nerven, doch das ist gut. So konzentrieren sich alle auf den Moment und ihre Umgebung, während wir auf den Start des Grand Prix zusteuern. Gut, dann schauen wir uns die Startaufstellung an. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Und daneben steht Sebastian Vettel. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Ricciardo, Bottas, Max Verstappen und Raikkonen. Massa, Sainz Junior, Perez und Fernando Alonso. Hülkenberg, Grosjean, Lance Stroll und Quert. Ocon, Palmer, Kevin Magnussen und Stoffel van Dorn. Wehrlein und Marcus Ericsson vervollständigt die Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten.
Also wieder ein fantastischer Sieg für die Silberfeinde. Also Stefan, wie hat er das denn angestellt, sich heute so vom Feld zu lösen? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst, und so weit nach vorne ins Feld fahren. Und nach dem Ende dieses Grand Prix ist es an der Zeit, sich zu entspannen und zu feiern. Hier kommen Sie nun, Ihre Top 3 des heutigen Tages. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Für mich war das Kevin Magnussen. Das war eine souveräne Vorstellung heute. Wirklich beeindruckend. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.